Okay, dann also, dann begrüße ich Sie wieder zu der Vorlesung. Wie eben gesagt, wir haben jetzt in Elias einmal die Umfrage, wie Sie gern und ob Sie gern sich in dieser Vorlesung prüfen lassen möchten. Aktuell haben wir eine Klausur geplant, weil 40, 50 Studenten angemeldet sind. Wenn ich jetzt aber wüsste, dass von denen irgendwie nur 20 sich prüfen lassen möchten, dann wäre vielleicht eine mündliche Prüfung, na, sagen wir mal 15, eine bessere Option für alle. Also bitte gehen Sie in Elias, tragen Sie ein, welche Form der Prüfung Sie gern hätten. Und dann können wir mal schauen, wie wir das am besten erfüllen können. Ansonsten, genau, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei, das hatten wir schon vorab, wir hatten BitTorrent durchgeschaut. Und, nee, gehen wir das noch alles ein bisschen durch. Also, wir hatten verschiedene Aspekte angesprochen. Einmal hatten wir die Sicherheit nochmal aufgewärmt, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die ein Angreifer hat. Insbesondere, was hat er zur Verfügung, dass er erstmal so eine Supply-Möglichkeit hat, also beliebig viele Identitäten im Netzwerk erzeugen kann und dadurch mehr Einfluss gewinnen kann. Eine Möglichkeit, diesen Einfluss zu nutzen, ist durch die Eclipse-Attacken, dass wir eben versuchen können, bestehende Knoten zu umkreisen, vom restlichen Netzwerk abzutrennen. Und in der kleinen Übung hatten wir dann gesehen, dass es recht unterschiedlich leicht ist. Also im Code geht es recht einfach, indem man die Finger und die Predecessoren bzw. die exakten IDs abdeckt, für die man selbst Finger sein könnte. Bei Kademlia ist es auf der anderen Seite aber deutlich schwerer, weil man dort auch so diesen Zeiteffekt berücksichtigen muss, also dass langlebige Kontakte im Netzwerk behalten werden. Was gibt es da für Ansätze dagegen? Erstmal, indem man die ID an irgendwelche Netzwerkeigenschaften knüpft, also public an Port oder IP-Adresse. So kann man keine neuen generieren, die darüber hinausgehen. Der Nachteil wäre, wenn man es nur an so harte Netzwerkaspekte knüpft, würde man sich beim neuen Einwählen vielleicht eine neue ID generieren müssen und würde nicht mehr wiedererkannt werden. Das heißt, ein guter Ansatz wäre, sind vielleicht Public Keys, irgendwelche identitätsbasierten Kryptografieansätze, weil dann kann man diese Public Keys, kann jemand anders diese Public Keys nicht erzeugen. Man kann nachweisen, dass man dazu die ID hat. Und wenn man das verknüpft mit den Krypto-Puzzles, da hatten wir die statischen und dynamischen kennengelernt, kann man auch erfordern, dass die Erzeugung so eines Public Keys gewisse Anforderungen erfüllt. Das heißt, dass es zeitaufwendig ist und daher nicht viele solcher Keys erzeugt werden können. Und das wird gemacht, indem der zweifache Hash des erzeugten Public Keys mit C1 vielen Bits im Beginn 0 sein muss und man daher eine Schwierigkeit hat, wirklich ein richtiges Schlüsselpaar zu finden, das diese Eigenschaften erfüllt. Das heißt, das ist zeitlich teuer und man kann nicht so viel auf einmal erzeugen. Und auf der anderen Seite, wenn man bestehenden Public Key nutzen möchte, da kann man auch erzwingen, dass Arbeit investiert wird, indem man gewisse X finden muss mit gewissen Eigenschaften. Also man kann da irgendwie alles Mögliche noch an Anforderungen stellen. Zum Beispiel, dass die aktuelle Zeit noch mit hineinkommt. Und dass man nachweist, okay, ich habe jetzt zu diesem X mit dem, ich habe jetzt ein X gefunden mit gewissen Eigenschaften, das aber auch die Eigenschaft hat, dass es mit meiner Node-ID geXORed ungehasht eine bestimmte Anzahl von Nullen in der ID am Anfang hat. Also man kann mit Krypto-Puzzles erzwingen, dass Rechenleistung ausgegeben wird und daher nicht zu viele IDs erzeugt werden. Dann hatten wir die verschiedenen Möglichkeiten, das Routing zu verbessern, angerissen. Also iteratives und Tracer-Routing, das sollte man kennen. Redundantes und paralleles Routing ist sinnvoll, um einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und wir sind dann eingebogen in, genau, also Datenhalt, ach genau, das hatten wir auch noch angesprochen, die eine Möglichkeit der Datenhaltung, indem man Schlüssel in die Datenobjekte integriert. Also wenn Sie, egal welche Sicherheitslösung Sie betrachten, ideal wäre es, wenn Ihre Sicherheitslösung unabhängig ist von der Replikationslösung und diese auch unabhängig ist von dem Overlay, so dass Sie das beste Overlay auswählen können, die beste Replikationsstrategie und dennoch noch frei sind in der Sicherheitslösung. Und hier wird es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir ganz normale Datenobjekte speichern. Also die darunterliegende DHT ist eigentlich egal, wie das gespeichert wird. Das Wichtige ist nur, sie soll das Ergebnis konsistent zurückliefern.
Wie das repliziert wird, ist uns auch egal. Das Spannende für die Sicherheit hier ist hierbei nur, wie diese Zugriffskontrolle realisiert wird. Also was packen wir in diese Daten hinein? Und ein Ansatz, um da Zugriffskontrolle zu realisieren, ist, indem man voraussetzt, dass die Public Keys der Knoten irgendwie alle bekannt sind. Also Node-ID gleich Public Key. Und wenn ich jetzt bestimmte Daten für bestimmte Knoten freigeben möchte, dann erzeuge ich einen neuen Schlüssel, verschlüssel meinen echten Datensatz, den ich verschlüsseln möchte, mit diesem symmetrischen Schlüssel. Und diesen symmetrischen Schlüssel verschlüssel ich jeweils für jeden potenziellen Empfänger. Und das packe ich auch in den Datensatz rein, kann es signieren, sodass jeder nachweisen kann, nachprüfen kann, dass die Daten, die er erhalten hat, nicht verändert sind und von mir stammen. Und dieses Datenobjekt darf jetzt jeder haben und kann beliebig repliziert werden, aber nur die, die wirklich die zugehörigen Private Keys haben, also User A und User B, die können den symmetrischen Schlüssel auspacken und die können dann nur das Objekt auspacken. Das Ganze skaliert nicht in die Millionen, also wenn man da Millionen Nutzer freigeben möchte, dann würde das Datenobjekt zwar wachsen, aber für die meisten Anwendungsfälle ist das schnell genug und speichereffizient genug. Okay, so als kurzer Wrap-up für die Sicherheit. Ich glaube, das hatten wir schon in der vorletzten Vorlesung. Da hatten wir dann letzte Vorlesung noch BitTorrent angefangen. Ich springe mal in den Ablauf. Welche Elemente haben wir? Also wir haben, was wichtig ist, dass im BitTorrent der große Unterschied hier ist, dass wir die Netzwerke nicht allgemein für alle möglichen Daten haben als DHT, sondern jedes Netzwerk, auch wenn es nur 20 Knoten enthält oder 10 Knoten oder nur 2 Knoten oder einen sogar nur, besteht pro Datei. Und um jetzt ein Dokument in das Netzwerk einzuspeisen, gibt es diese Torrent-Dateien. Ich springe mal hier in die Übersicht. Das enthält Informationen wie Dateinamen, Größe, die Checksums, diese einzelnen Chunks und eine URL, unter der der zugehörige Tracker zu finden ist. Also der Knoten, der die Informationen darüber speichert, wer aktuell in diesem Netzwerk, in diesem Swarm aktiv ist. Und diese Torrent-Datei können wir egal woher bekommen. Und die lesen wir aus und dann wissen wir, wo unser Torrent ist und können diesen dann fragen, gib uns bitte die Informationen zu Knoten in diesem Swarm. Und dieser Knoten gibt uns dann 40 bis 50 Knoten zurück. Und von diesen 40 bis 50 Knoten können wir dann vier aussuchen in unser Peer-Set, mit dem wir dann ausschließlich kommunizieren und untereinander Chunks austauschen. Und periodisch, also alle 30 Sekunden, wird der langsamste dieser uns beliefernden Knoten herausgeworfen aus dieser Peer-Set und ein neuer aus diesen 40 oder 50 wird gewählt und ihm gibt man auch eine Chance. Und ab und zu updatet man den Tracker, dass man wie der aktuelle Status ist, ob man jetzt zum Beispiel Seeder ist oder nicht. Okay. Was ist da noch besonders zu beachten? Das Ganze ist, also die erste initiale Menge, das ist ja nur informell. Das Shakehand, das dient dazu, um auszutauschen, wer welche Knoten vielleicht welche andere Daten haben, um eben einschätzen zu können, welches Chunk am seltensten ist. Das Wichtige ist aber, dass wir immer nur mit diesen vier aus unserem Peer-Set kommunizieren und sonst eben mit keinem. Und das andere Wichtige ist, dass wir, also einmal mit dem sind wir verbunden, mit diesem Peer-Set, und da haben wir dieses Unchoking, dieses Optimistic Unchoking, dass wir eben alle 30 Sekunden den langsamsten rauswerfen und einen anderen auswählen, um eventuell uns zu verbessern. Und die zweite Sache ist, wie wählen wir die Chunks aus? Da wird dieses Rarest First verwendet, um eben dafür zu sorgen, dass die Chunks möglichst lange in dem Netzwerk leben bleiben und eben damit die Gesamtdatei noch zur Verfügung steht, weil das Traurigste wäre ja, wenn alle Chunks bis auf 1 vorhanden sind, aber die Datei daher nicht wiederhergestellt werden kann. Okay. Dann ergeben sich noch einige Effekte. Also dadurch, dass wir ebenso von unseren vier anderen Knoten
angefragt werden, also dass die von uns Chunks runterladen, haben wir natürlich einen hohen Anreiz, was beizutragen. Also, das wird, glaube ich, auf dieser Folie erzählt. Genau. Jeder Knoten hat einen sehr hohen Anreiz, möglichst viel zu geben, um noch in dieser Peer-Set der anderen Knoten zu verbleiben. Also, wenn ich jetzt gute Kontakte habe, die mich schnell beliefern, dann möchte ich natürlich auch noch weiter beliefert werden und nicht rausgeworfen werden. Um sich aber schrittweise verbessern zu können, gibt es genau das Optimistic Unchoking. So bekommen die Knoten auch ihre ersten Chunks, das hatten wir ja genannt, werden dann aber gleich rausgeworfen. Und das ist ganz nett, weil eigentlich ist der gesamte Ansatz sehr simpel, ne? Also die Torrent-Datei macht nicht viel, der Tracker macht nicht viel, gibt ja nur Informationen raus. Und dieses Peer-Set und die Aktionen darin sind auch sehr überschaubar. Hat aber den Anteil, den Vorteil, dass wir jetzt das Freeriding verhindern. Also die versuchen jetzt möglichst wenig beizutragen dem Netzwerk, die erhalten selbst eine schlechte Qualität, können nur mit gleich schlechten kommunizieren. Und das funktioniert, es funktioniert, also es geht. Also es findet auch in der Realität seine Anwendung. Genau, das war diese Startstrategie. Also zufällig mal ausgewählt werden, auf dieses Optimistic Unchoking hoffen. Dann kriegen wir unser erstes Chunk, können zum nächsten, in der nächsten Runde den vier Knoten, die wir vielleicht selbst auswählen, anbieten. Danach Rarest First, um eben die Datei im Netzwerk zu behalten. Und am Ende, wenn uns nur noch einige wenige Chunks fehlen, aber alle unsere Knoten aus dem Peer-Set das nicht haben, wäre ja die normale Option nur, dass wir aufs Optimistic Unchoking warten und hoffen, dass der neue Knoten, der aufgenommen wird, diese Datei hat. Dann hat er es doch nicht, dann müssen wir wieder 30 Sekunden warten und dann wählen wir wieder einen neuen Knoten und müssen wieder schauen und hoffen, dass er dieses Chunk hat. Und das ist natürlich, das würde es am Ende stark verzögern. Das heißt, am Ende, wenn man absehen kann, dass also jeder Knoten mir bald nichts mehr bieten können wird und wir quasi trocken laufen, haben wir die Möglichkeit, alle Knoten aus diesen 40, 50 direkt anzuschreiben, dass uns einige wenige Chunks fehlen. Ja? Rarest first, ja. Also wie das funktioniert, ja. Wenn wir mit den Knoten, also wenn wir diese 40, 50 Knoten, wenn die uns gemeldet werden. Der Tracker verwaltet die Information, welche Knoten sind im Netzwerk und wie ist deren Chunk-Zustand. Das heißt, über diese Information können wir dann das ablesen, wie oft jedes Chunk angeboten wird und das, was am wenigsten angeboten wird, versuchen wir dann weiter zu kopieren. Bei der Auswahl wird aber der Knoten dennoch nicht danach ausgewählt, ob er uns vielleicht dieses Rarest Chunk geben kann. Also wenn jetzt 50 Knoten in dieser Liste sind, die der Tracker uns genannt hat, und nur einer hat einen Chunk und sonst haben die anderen Chunks das dennoch nicht, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, dass ich diesen Knoten beim Optimistic Unchoking auswähle, um das weiter zu verbreiten. Das wird aber nicht gemacht. Also man wählt die Knoten wirklich zufällig aus, die neuen, die man herausnimmt, ignoriert dabei, welche Chunks sie haben. Wenn man aber seine Knoten hat, mit denen man Daten austauscht, dann versucht man aus dieser Menge also aus dieser Vierermenge von Knoten, denen wir Datei austauschen, den Chunk zu bekommen, der global am seltensten ist. Bestimmt. Bestimmt gibt es da. Ja, also das gibt's schon, aber oft werden solche Ergebnisse nicht so im Fokus vorgestellt. Also wenn Sie jetzt, wann stellen Sie denn ein Ergebnis vor, wenn Sie es irgendwie besser machen als vorher? Also ich glaube, solche Untersuchungen gibt es auch, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man danach lesen kann. Aber es wird schon schlechter. Das ist eindeutig. Es gibt so Untersuchungen, die anschauen, wie die Startphase ist, also wenn Sie das normale BitTorrent verwenden, wie sich die Bandbreitennutzung entwickelt über die Zeit von Anfang bis Ende. Und da kann man, glaube ich, ablesen, wie in der Anfangszeit die Bandbreitennutzung von Ihnen ist, also mit welcher Geschwindigkeit Sie Daten erhalten. Ja? Ja.
Genau, also das können Sie selbst ausprobieren, das stimmt auch. Also indem Sie irgendeine Linux-Distribution runterladen. Ich habe es noch nicht getestet persönlich. Okay, was waren die Erweiterungen? Die Erweiterungen waren also aus den ganzen Punkten die Schwächen drumherum anzugehen. Also Tracker und diese Torrent-Zeiten, also eigentlich gar nicht der Tracker Single Point of Failure, sondern diese Torrent-Zeiten sind auch ein Problem gewesen. Also Pirate Bay hat ja das Angebot von Torrent-Files, hat Torrent-Files durchsuchbar gemacht, also Sie können auch Dateinamen und Metadaten und sowas finden und dann kriegen Sie dazugehörige Dateien Torrents, die urheberrechtlich nicht gefährlich sind, aber dennoch wurden sie verurteilt und ich glaube, jetzt habe ich gerade heute gelesen, dass der Pirate Bay Gründer nicht mal Bücher lesen darf, ohne an, also ich glaube auf Heise stand das. Also der wird strenger bewacht als der Breivik, der 70 Leute getötet hat. Naja, gefährliche Metadaten, also Torrent-Dateien. Okay, und die Alternative dazu, beziehungsweise wo ging der Trend hin? Warum ist Pirate Bay nicht mehr so ein Thema? Ist, das sind ja Dateien und so klassisches File-Sharing, wo wir nach vielen Dateien suchen, hatten wir auch mit Kademlia. Und das sind die sogenannten, also die Torrents, da gibt es auch diese Magnet-Links, dass jetzt nicht mehr die Torrent-Dateien runterladbar sind, sondern die Links auf Einträge in Kademlia-Netzwerk. Ob man dafür irgendwann mal bestraft wird, weil man Links auf Metadaten zu urheberrechtlich geschützten Dateien verteilt, weiß ich nicht, aber darüber geht, das ist so der Ansatz. Also Sie können im CAD-Netzwerk jetzt, das ist in vielen BitTorrent-Implementierungen jetzt implementiert, so dass Sie da einfach direkt bequemer suchen können und dann kriegen Sie erstmal die Torrent-Dateien dieser DAT und dann können Sie sich das runterladen und dann stehen die weiteren Informationen zu den Trackern da. Was gibt es noch? Es gibt da noch verschiedene Ansätze oder Erweiterungen, um das ISP-friendly zu machen, also dass die Knoten aus demselben Netzwerkbereich sich häufiger zusammenfügen. Oder dass man über verschiedene Swarms hinweg sich austauscht. Das heißt, wenn in einem Swarm vielleicht man sehr viel beiträgt, aber wenig bekommen kann, und in einem anderen Swarm man wenig beitragen kann, und sich die Knoten in beiden Swarms halbwegs überlappen, dann kann ich quasi meinen Beitrag im einen Swarm nutzen, um auf der anderen Seite mehr zu bekommen. Hat sich auch nicht so ganz durchgesetzt. Gibt es vereinzelt, aber häufiger gibt es das Streaming über BitTorrent, dass man die Downloads, die man hat, zur Laufzeit zum Download schon anfangen kann zu sehen. Hat aber dazu werden wir heute noch was kennenlernen. Zu diesen, genau, Zusammenfassung. Eigentlich sehr simpel, wie es funktioniert. Ja, also ich meine, Torrents, Tracker und dieser chunkbasierte Austausch. Sehr einfach, hat aber also sehr viele Nutzer, also jetzt nicht nur für alle möglichen Dateien, die vielleicht fragwürdig sind, aber auch in der Industrie. Ne? Ich meine, wenn Sie irgendeine große Datenmenge runterladen, dann werden Ihnen oft auch BitTorrent Downloadmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, weil es für die Industrie netter ist, bequemer ist, Traffic auf die Nutzer zu verschieben und nicht selbst dafür zu bezahlen. Und für die Nutzer ist es auch nicht so nachteilig, weil es nicht sehr viel langsamer ist. Okay, kam auch zur rechten Zeit, hat gut funktioniert. Also was ist das Gute? Die Bandbreite wird sehr ausgenutzt. Je mehr Sie beitragen, desto besser. Und hat aber auch also das reduziert auch oder es schafft einen Anreiz, um eben viel beizutragen. Also Freeriding ist bei BitTorrent schlecht. Man kann davon nicht gewinnen. Auch, dass man Leecheppack, ist glaube ich das Ähnliche. Also, dass man nur Dateien bezieht und sobald man es fertig hat, dann geht man offline. Das lohnt sich auch nicht oft. Was auch ein großes Problem war bei den anderen File-Sharing-Netzen, sind unechten Dateien. Also, die Strategie der Medienkonzerne war dann ja, dass sie zu jedem populären Datei irgendwie 9 oder 10 Fälschungen oder weißes Rauschen oder irgendwelche falschen Dateien eingespeist haben. Und dann hat das irgendwann keine Lust mehr gemacht, Dateien runterzuladen, lange zu warten und festzustellen, das ist ja eine falsche Datei. Und hier würden die nicht weiter propagiert. Also wenn einer feststellt, der hat eine falsche Datei bezogen, dann wird er die ja nicht in dem Swarm weitergeben. Dann wird er das bei sich löschen und der Swarm wird kleiner, bis er eben nur noch
einen Seeder hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann zu denselben Dateinamen vielleicht eins vor mit Hunderten von Teilnehmern. Dann würden Sie auch vielleicht als neuer Nutzer das größere Netzwerk auswählen. Also dass die echten validen Dateien von mehr Knoten gleichzeitig geteilt werden, weil Sie ja sehen, dass es echt ist. So Open Source, also deshalb auch nicht mehr tot zu kriegen, hat sich weiterentwickelt, wird noch weiter ausgebaut und eben auch für reguläre Anwendungen jetzt genutzt. Wo sind die Nachteile? Die Nachteile sind bei kleinen Dateien. Also wenn Sie jetzt nur einen Chunk große Dateien haben, dann wird das nicht so gut funktionieren. Also dann wird ja kein Swarm lange bestehen mit Seedern, die dann im Netzwerk bleiben, um einen Chunk zu teilen. Also das, die Leute gehen dennoch immer noch häufig online, offline, wenn sie die Datei haben, aber dann würde sie sich eben nicht mehr lohnen. Also dann würden die Netzwerke so verschwindend klein sein und das funktioniert nicht gut. Auch dauert es ja lange, um erstmal sein erstes Chunk zu bekommen, dann die ersten zwei, drei Chunks. Also um langsam, also die Bandbreitennutzung, die man bekommt, die steigt mit der Zeit an, bis man genug anbieten kann. Dann funktioniert es gut bis zum Ende. Deshalb gibt es ja auch diesen Unterstützung beim Endgame und die, nein, beim Anfang gibt es keine Unterstützung, aber die hat man ja bald überwunden, diese Zeit. Der Tracker ist immer noch ein Problem. Naja, also wo kommen, also sowohl wo die Torrents herkommen, aber jetzt wenn wir nur den Tracker angehen, der könnte auch problematisch sein. Das kann aktuell aber, also wenn einer einen Swarm verwaltet mit tausenden von Knoten, dann hängen alle an ihm. Aber man kann auch Tracker, mehrere Tracker zu einem Torrent angeben, also so dass mehrere da aktiv sind und dann kann man einfach das verteilen. Das stimmt eigentlich nicht. Also altruistisches Verfahren, Verhalten der Knoten wird vorausgesetzt. Eigentlich nicht, weil die profitieren ja davon. Bösartige Knoten. Es gäbe noch, wir werden in einer Übung auch ansehen, wie könnte man dennoch versuchen, da bösartig zu agieren. Das geht immer noch. Der Tracker, also hier gibt es noch Ansätze, die werden uns betrachten. Und der Tracker sieht, welche Datei von welchen Knoten gespeichert werden. Und was natürlich auch noch stattfindet. Kennen Sie noch einen Drawback, der hier nicht dasteht, aber eigentlich Sie alle vielleicht davon abhält, das zu nutzen? Ja? Ja? Genau. Und das lässt sich auch recht leicht einholen. Also früher, also wenn Sie jetzt in den klassischen Peer-to-Peer-Netzen, wenn Sie dann so ein DAT haben und Sie erfahren da vielleicht, wer die Datei anbietet, hatte man mehr Schritte zu tun. Hier reicht es ja aus, wenn die Medienindustrie sich auch zu bekannten Torrents irgendwie anmeldet, also bei den Trackern anmeldet, dann die Peer-Set bekommt und dann schon weiß, aha, das sind also alles die Anbieter. Jetzt müssen Sie nur noch einen Teil, vielleicht einen Chunk, idealerweise von denen bekommen, dann wissen sie haben einen Teil beigetragen. Sie laden es hoch und dann können sie schon die IP-Adressen nachverfolgen und so. Manchmal wird auch dieses einen Chunk nicht abgewartet. Ja? Also man hat ja die Hashes zu den einzelnen Chunks, das ist schon ganz gut, aber für personalisiert, also dass man noch Signatur hat. Ja, ich glaube, dazu sind die Netze oft zu klein. Also wenn man sich so ein normales Netz aus Swarm anschaut, vielleicht so 10, 20 Knoten, da ist man schon gut dabei. Kommt natürlich auf die Daten an, die sie wollen. Aber so natürlich Linux-Distribution, da gibt es jetzt nicht viel Nachfrage. Aber, also, ja, Viren werden noch, also, ja. Naja, aber es ist nicht so, wenn Sie so einen Torrent von der Firma bekommen und die Torrent-Datei offiziell von denen ausgegeben wird. Da sind ja die Hashes ja auch eingetragen und dann können Sie schon verifizieren, dass wirklich die Datei Sie bezogen haben, die zu diesem Torrent gehört.
Aber genau, der Hauptpunkt ist wirklich, das sehr leicht in Erfahrung zu bringen ist, wer welche Dateien anbietet. Sie müssen dann nur zu Stichworten die Tracker abgrasen, die Peersets beziehen und die dann alle verklagen. Also das funktioniert da ganz gut von der Mediensicht aus. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt ein VPN oder so nutzen würden, dann wäre es umständlicher und ich weiß nicht, wie weit die verfolgbar sind. Okay. Achso, wie hat sich das zeitlich entwickelt? Was gab es da für Trends? Das war eigentlich ganz nett. Also, wenn wir jetzt mal 2009 schauen, gab es so 40 bis 70% des gesamten Internetverkehrs war Peer-to-Peer-basiert und von diesem Peer-to-Peer-Traffic machte BitTorrent so 30 bis 80% aus. Also, das ist wirklich immer noch, ich glaube, immer noch das am trafficlastigste Peer-to-Peer-Netzwerk und erreichte damals echt ganz große Werte. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben, also jetzt nicht in Richtung anderer Peer-to-Peer-Netze, aber in Richtung Video-Streaming. Also hier war Streaming noch 2008, 2009 recht klein, das ist dieser hellblaue Bereich da, den ich übermalt habe. Das ist jetzt anders. Also das mit YouTube und Twitch und all denen sieht das jetzt alles viel größer aus. Genau, achso, das war für die ISPs ein Problem. Das hatten wir auch im letzten, ich glaube vorletzten Vorlesung angerissen mit diesem Problem der Inter-ISP-Traffics, dass sie natürlich die Knoten nach der besten Bandbreite auswählen oder im Kontakt halten, dieser Peerset und das nicht unbedingt im selben Netzwerk ist. Und deshalb wollten die das ISP-freundlich gestalten, dass diese Kosten gesenkt werden. Wie kann man das als ISP, als Internet Service Provider machen? Entweder indem man Peer-to-Peer-Traffic schlechtere Qualität gibt. Ich glaube, das wird immer noch versteckt vielleicht gemacht. Dann versucht man irgendwie unter Aufhebung der Netzneutralität unterschiedliche Abrechnungen zu fahren. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt so einen Mobilfunkvertrag haben, steht da ja auch drin, Peer-to-Peer-Nutzung ist verboten. Häufig. Eigentlich wäre das gar nicht erlaubt, da zu unterscheiden, welche Anwendungen Sie da drauf laufen haben, wenn Sie. Aber so versucht man das. Volumenbasiert halt, okay. Einige können auch die Anfragen zwischencachen. Also das heißt, wenn ich sowieso weiß, das ist jetzt die Anfrage nach dem und dem Chunk, kann es der ISP vielleicht auch selbst beantworten, statt dem dazugehörigen Knoten, sodass da noch ein bisschen Bandbreite quasi zum Knoten hin und weg gespart wird. Aber dann, was die ISP sich gewünscht hat, dazu gab es viele Forschungen vor so 3, 4 Jahren, dass diese BitTorrent-Anwendungen auf die ISPs angepasst werden. Das heißt, da gab es auch in der Presse sehr oft, ich glaube, P4P und da gab es wirklich viele Arbeiten dazu. Die haben dann vorgeschlagen, dass die P2P-Anwendungen eben diese ISP-Informationen nutzen sollen und sich so verbinden sollen, dass dieses Inter-ISP-Traffic gesenkt wird. Also die Idee wäre gewesen, dass die ISPs, also so sollte es ablaufen. Also wenn die Peers diese 40, 50 Knoten abrufen, soll der Tracker mitteilen, es gibt jetzt einen Knoten, der möchte 40 bis 50 Informationen zu 40 bis 50 Knoten bekommen. Das soll man dem ISP mitteilen, also der hinter P4P steckt. Und der ISP macht jetzt eine Priorisierung, eine Auswahl, welche davon gut sind. Das heißt, man gibt da vielleicht 50 Knoten rein und der sagt, diese 15 oder 20 sind gut und sind vielleicht noch geordnet. Und dann, wenn sich diese Knoten mit denen verbinden, dann hat man ja nur die guten Kontakte und die sind im selben oder im nahen Netzwerk und mehr Traffic bleibt in dem ISP-Netzwerk, es gibt weniger Inter-ISP-Traffic, die ISPs profitieren davon. Genau, und deshalb ist auch also da gab es überraschend wirklich viel Forschung dazu, weil ich sehe immer noch nicht, wie der Nutzer da profitiert, ja. 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 Nee, hier war die Idee, dass dieser P4P-Server nur zu den ganzen Netzwerkknoten Informationen hat, aber nicht zu den Daten. Also der weiß, IP-Adresse so und so gehört zu diesem ISP, IP-Adresse so und so zu denen
Und da kann er quasi, wenn man ihm unsere IP-Adresse mitteilt und welche 50 Knoten uns als Kontakte angeboten werden, sind ja alles IP-Adressen, da kann er quasi so eine Liste erstellen, welche von diesen 50 Knoten wären denn gut für uns geeignet, um sich mit dem zu verbinden. Aber das weiß ja der ISP, der weiß, welche Netze wem gehören, welche IPs wem gehören und wie die Vertragsbedingungen untereinander sind. Aber er erfährt nichts dazu, ob sie jetzt wirklich die Daten haben oder was das für Daten sind. Also das müsste man nicht wissen. Aber er erfährt es dann natürlich. Also wenn ich weiß, zufällig gibt es da jetzt diese Kontaktinformation und wenn ich etwas über einen Knoten weiß, dass die vielleicht in diesem und jenem Swarm sind oder es um diese und jene Datei geht, dann könnte ich mir natürlich ein schönes Bild erstellen, welcher Knoten was runterladen möchte und wie weit er ist. Und da gibt es keinen Mehrwert eigentlich für den Nutzer, weil der zweite Punkt ist, also hier habe ich so eine Top-Menge von 50 Knoten vielleicht, ja. Das ist der beste Knoten und das ist der schlechteste, also von der Bandbreite her zu mir. Und der ISP streicht da einige weg. Da wird ja die Menge daraus nicht besser, also nur eingeschränkter und in der Durchschnitt ja vielleicht schlechter sogar. Also man verbindet sich mit langsameren Knoten, die aber näher dran sind. Also eigentlich hat der Nutzer wenig davon. Okay, so viel zu BitTorrent. Also diese paar Schritte und diese Elemente sollten Sie dann kennen. Also die Torrent-Dateien, die Tracker, den Ablauf, welche Strategien es dann gibt, um sich mit dem Peer-Set aufzutauschen, dieses Optimistic Unchoking. Das sind typische Fragen dann auch. Es hat sich dann aufbauend auf BitTorrent oder beziehungsweise in diesem Kontext, das hatte ich ja hier mit diesem Traffic erzählt, dass das Streaming enorm zugelegt hat an Bedeutung und das aktuell schon die größte Bandbreitennutzung ausmacht. Und deshalb schauen wir uns das auch mal an, wie sehen da die Peer-to-Peer-basierten Lösungen aus. Und hier wird unterschieden in Live- und Video-on-Demand-Streaming. Also Live-Streaming hat die Eigenschaft, dass sie eine maximale Verzögerung zu dem Aufnahmezeitpunkt hat. Also wenn ich sage Live, dann ist es, auch wenn Sie Fußball schauen, ne, über die verschiedenen Kanäle, unterschiedlich, was Live da bedeutet. Bis zu einer Minute Verzögerung kann man da schon haben, aber man kann nicht vorspulen, um es mal pauschal zu sagen. Also es ist immer nur das, was aktuell aufgenommen wird und es geht um die möglichst schnelle Auslieferung an die Zuschauer. Da gibt es auch verschiedene Peer-to-Peer-Lösungen. PP-Live, Zattoo war mal Peer-to-Peer-basiert, aktuell nicht mehr. Und das Video on Demand, das würde bedeuten, dass Sie sich die Datei auswählen und die Aufnahme aber irgendwann stattgefunden hat und Sie dann quasi jeden Chunk aus diesem Video schon runterladen können. Also auch die vielleicht in der Zukunft liegen würden. Es gibt da ja keine Zukunft, sondern alles nur Vergangenheit und Sie können jedes beliebige Chunk auswählen. Das ist so der kleine Unterschied. Es gibt zwei große Lösungsbereiche. Einmal die baumbasierten Ansätze. Also jetzt, was dieses Video on Demand angeht. Ja, genau. Das ist oft unspannend, weil das sich kaum von BitTorrent, sagen wir mal, unterscheidet. Also ob Sie jetzt eine Mediendatei runterladen, was ein Video darstellt, also Video on Demand, oder ob es eine andere Art von Datei ist. Das Wichtige ist nur, dass es möglichst schnell passiert, aber es gibt keinen Unterschied. Ja? Ja. Genau. Das stimmt, genau, also das stimmt, also es gibt so eine kleine Priorisierung, aber kommen wir dazu, okay. Was für große Ansätze gibt es beim Videostreaming? Einmal einen baumbasierten Ansatz, bei dem quasi das Video in der Wurzel des Baumes seinen Ursprung findet und dann mit überschaubarem Aufwand für jeden inneren Knoten an seine Kindknoten ausgeteilt wird. Und es quasi nach unten gepusht wird in den Baum. Der andere Ansatz ist ein Mesh-Netzwerk, also wo jeder sich mit jedem anderen verbinden könnte, wie in BitTorrent, und man dann irgendwie koordiniert, von wem beziehe ich jetzt den nächsten Chunk, sodass ich möglichst
zur Abspielzeit meine Chunks zusammen habe. Genau, was sind also die Fragestellungen, wie so eine Topologie idealerweise aussieht, weil die Knoten gehen dennoch online und offline, also so, dass man das gut unterstützt, aber dennoch einhält, dass man das Video zur Laufzeit, also dass man jeweils die Datenblöcke zur Laufzeit hat, die als nächstes ansteht, also dass da das Video nicht stottert und nicht puffern muss. Also wie sieht die Topologie aus und wie kann man unterschiedliche Knotenqualitäten unterstützen? Also so, dass sich Knoten mit mehr oder weniger Bandbreite unterstützen oder mit mehr oder weniger Auflösung. Wie kann ich also auf der Netzwerkseite das abbilden, wie die Realität ist mit den unzuverlässigen Knoten und wie kann ich auf der Videoseite auch eine Anpassung vornehmen? Und historisch gesehen, also beziehungsweise etwas zur Historie und dann erzähle ich Ihnen noch was, warum das immer noch sehr spannend und aktuell ist. Also so die ersten Lösungen kamen so 2005, 2006 auf, auch mit BitTorrent damals im Anschluss. Da hat man mal durchprobiert, BBC hat mal so einen Test gemacht, iPlayer hieß das, die haben versucht, also sie haben so eine Art Mediathek aufgebaut auf Peer-to-Peer-Basis, so dass man die vorangegangenen Sendungen sich darunter laden konnte. Und das hat die mal getestet und erstmal hat man festgestellt, dass das funktioniert super. Deshalb haben sie es eingestellt, weil sie haben festgestellt, würde man es auf Gesamt, also die hatten es mit, ich glaube, Testhaushalten 5.000 oder 10.000 Leuten getestet und es war dann so gut, dass sie das nicht auf ganz Großbritannien ausweiten konnten, weil die Netzwerkkapazität nicht ausreichten. Und dann, also es hätte sonst die ganzen Internetverbindungen irgendwie geblockt und einfach zu viel Traffic erzeugt. Eurovision Song Contest, das ist auch typische Anwendung gewesen, auch immer noch. Da kann man auch europaweit eben die mit dem Videostream beliefern und misst ganz nette Einsparungen bis zu 97% im Vergleich zu kleinen Server. Also der Hauptfokus und weshalb das auch immer noch sehr populär ist, ist, dass es sehr günstig ist in dem Vertrieb des Videos. Andere Beispiele, Satu war mal Peer-to-Peer-basiert. Mittlerweile nicht mehr. Das ist ja so oft, dass der wirtschaftliche Werdegang von Peer-to-Peer-basierten Anwendungen. Also erstmal bauen sich eine Anwendung, die gut skaliert, so dass sie keine großen Betriebskosten haben. Sie können dann Millionen von Nutzern haben. Sobald sie dann interessant werden für ihre Nutzer, werden sie aufgekauft und es wird auf Client-Server umgestellt. Aber es funktioniert ganz gut. Achso, und noch ein aktuelles Beispiel. Also auch jetzt hatten wir. Könnte man sagen, ja, das ist ja Geschichte, wir haben ja YouTube und wir haben ja Twitch und alles funktioniert schön. Aber auch jetzt gibt es immer noch den Bedarf. Also wenn man sich anschaut, wie die aktuellen Video-Streaming-Seiten operieren, dann gibt es meist zwar den Anbieter, der den Content hat, die arbeiten aber mit so großen Content-Delivery-Networks wie Akamai zusammen, die jeweils regional in den verschiedenen Ländern ihre weltweiten, also ihre Rechner haben, ihre Netzwerke haben und eben die Videos vor Ort aus teilen zu können. Und das kostet dann auch. Und jetzt hatte ich letztens, war nicht letztens, also eigentlich hatten wir auch ganz gute Beispiele aus hier aus dieser Vorlesung hat der. Also ich hatte meinen Studenten, der hat einen Bachelorarbeit dazu geschrieben, wie man so das Video-Streaming ganz nett mit einem netten Browser-Add-on. Man braucht nicht mal einen Browser-Addon, weil alle modernen Browser das mitbringen. Also alle modernen Browser haben so eine Web-Peer-to-Peer-Komponente. Also damit können sie zwischen Browser-Instanzen Verbindungen aufbauen. Ja, und also wenn Chrome hat das zum Beispiel, Firefox auch. Und nun war die Idee, dass man quasi, wenn man eine Webseite schaut, also mit einem Video, sollen sich die Zuschauer automatisch untereinander verbinden, um das Video-Streaming untereinander zu vollziehen. Und dann konnten wir dann zeigen, dass auch also 97% oder sowas ganz leicht funktioniert. Also eigentlich haben sie dann 100 Zuschauer, 100 Knoten, die dann das Video verteilen und einer von den 100 ist halt die Quelle. Und da hat er in seiner Bachelorarbeit eben den Prototypen dazu geze umgesetzt, gezeigt, dass man sogar Echtzeitanforderungen einhalten kann. Also wenn es zum Beispiel dauern, also 10 Sekunden dauern würde, nee, nehmen wir irgendeine Zeiteinheit T, die es dauern würde, bis dass der Server einen Knoten bedient, dann konnte er zeigen, dass
bei beliebiger Anzahl von Knoten ist innerhalb von zweimal dieser Zeiteinheit alle bedient werden können. Genau, und dann Projektarbeit dazu gemacht, also noch den Prototypen weiter ausgebaut, einen Demonstrator gebaut. Dann hatten wir ihn im März, nee, im April war der auf der Hannover Messe, da hatten wir noch, hat er das vorgestellt mit uns. Und jetzt gründet er dazu dann auch sein, also das ist die Planung, dass er damit gründen möchte, weil einfach, wenn Sie in Zukunft schauen mit also 4K-Videos, mit immer mehr User-Generated-Videos, also wenn Sie Twitch anschauen oder alles Mögliche. Also stellen Sie sich mal vor, Sie wollen 4K-Videos von zu Hause aus streamen. Das ist vielleicht noch schwer, auch wenn Sie irgendwelche, egal wen als Videobetreiber anschauen, kostet der Traffic einfach sehr viel. Und wenn Sie 97%, 98% auf den Nutzer umwälzen können, ohne dass er irgendetwas Neues dafür installieren muss, also ohne Add-on, ohne Software, dann haben Sie quasi ein gutes Geschäftsmodell. Und das ist auch der Fall, warum Peer-to-Peer dann ganz gut ist zu kennen, weil das immer irgendwelche solche destruktiven Lösungen bietet. Also Sie nehmen ein Geschäftsmodell, was gut funktioniert, was etabliert ist und können es quasi also kostenlos anbieten oder zu 3% der Kosten. Und das ist natürlich super. Ja? Ja. Vielleicht nicht. Nee, aber Sie können schon große Teile der Bandbreiten dann immer noch einsparen. Also die Idee ist, Sie können halt überlegen, was Sie für eine verfügbare Bandbreite haben, wie sich das in Zukunft entwickelt, ne? Ich meine auch jetzt, was gibt es denn da für aktuelle Diskussionen? Also 100 Mbit zu Hause, das gibt es ja schon, ich glaube. Bei der Telekom hat man dazu passend 40 Megabit Upload oder so. Kann man zwar natürlich nicht alles ausnutzen vielleicht, aber der Trend geht ja dazu, dass immer mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Und ein Use Case war auch, dass sie theoretisch, also das Beispiel hatten wir auch, dass sie mit ihrem Smartphone sich aufnehmen, ja, und dann 1000 Leute gleichzeitig bestreamen, ohne dass dein Server für nötig ist. Mit ihrer schwachen Bandbreite eben, die sie haben. Und das ging auch. Und das ist halt ganz nett, das, was damit möglich ist. Ja. Okay. Kurz angerissen, wie die Ansätze da sind. Und kann vielleicht auch kurz was zu seiner Lösung erzählen, wo die Einschränkungen da sind. Aber allgemein gibt es die Möglichkeit, in so einem baumbasierten Ansatz zu haben, dass man eben eine Quelle oben hat. Da muss man noch passende Verfahren haben, wie die Knoten ihre Positionen in dem inneren Baum finden, welche Knoten dienen als Blattknoten. Das Gute ist, an solchen Ansätzen, also das ist so eine Kategorie von Lösungen, da gibt es viele Einzellösungen da drin. Man kann aber auch schon die Vor- und Nachteile vielleicht ablesen. Vorteil ist, man kann sehr gut die Qualität, also oder die Verzögerung ablesen. Also jeder Zwischenschritt bedeutet eine Verzögerung um eine Übertragungszeit und lässt sich aber ganz gut kontrollieren. Auf der anderen Seite ist natürlich jeder Knoten wichtig. Und was ist noch? Also ausfallende Knoten sind ein Problem. Außerdem ist ein Problem, dass die ganzen Leaf-Knoten nichts beitragen und eventuell und daher auch Kapazität verschwendet ist. Viele der Content Distribution Networks, also wie Akamai und so, die nutzen aber solche baumbasierten Strategien, die einfach dafür sorgen, dass jeder Knoten eine kontrollierbare Menge an Last hat. Das Ganze dennoch exponentiell verteilt wird und sehr viele Knoten bedient werden können. Der andere Ansatz. Ach genau, wenn ein Knoten ausfällt, dann muss man immer Gegenstrategien haben, dann muss man ein Backup haben. Also da muss man immer damit rechnen. Aber man kann auch natürlich die Knoten sehr gezielt so auswählen, dass die stärkeren, langlebigen Knoten möglichst weit oben im Baum sind, dass die meiste Bandbreite oder die Bandbreite ideal genutzt wird, um dem ganzen Netzwerk zu dienen. Ist aber komplizierter.
Der andere Ansatz ist, dass man sowas nimmt wie BitTorrent, also wo jeder sich nur mit einigen wenigen verbinden kann und man einige wenige Regeln definiert, wie sie ihre Kontaktnachbarn auswählen sollen und dann darauf setzt, dass quasi diese Interaktion der Knoten, jeder für sich denkend, dazu führt, dass alle bedient werden. Also man geht wirklich von sowas aus wie BitTorrent, modifiziert diese Chunk Selection, dass ich vielleicht eher die Chunks auswähle, nicht die selten sind, sondern die für mich jetzt in der Abspielzeit wichtig sind. Und wenn ich dann darüber hinaus noch Puffer habe, Bandbreite habe, dann vielleicht auf diese sekundären Aspekte wie Verfügbarkeit Wert lege. Das funktioniert ganz gut, was Churn angeht. Also jeder Knoten kann ausfallen, es gibt da immer Ersatz und keiner hat eine herausragende Rolle. Hat aber auch den Nachteil, dass viel Redundanz erfolgt, also viel Kapazität auch verschwendet wird. Die super starken Knoten, die vielleicht mehr Knoten bedienen können und sich auch nicht auswirken können, wir weniger Aussagen eben zum Delay treffen können. Wann bekommt der letzte Knoten das Videoobjekt? Also wie können wir eine Aussage treffen, wann wirklich alle Knoten zu einem Zeitpunkt das Video verfügbar hatten? Und da kann man, ich kann Ihnen das, also das werde ich Ihnen morgen noch etwas in mehr Detail erzählen, aber eben was dieses Delay angeht, da hatte der Student, der eben sich zu dem Thema auseinandergesetzt hat, eine ganz nette Lösung geschaffen. Und ich werde Ihnen mal morgen die verschiedenen Lösungen kurz vorstellen, aber allgemein kann ich Ihnen so auch auf den Weg geben, also wenn Sie irgendein Geschäftsmodell sehen, wo Sie denken, dass das zwar zentralisiert läuft, aber dezentral besser funktionieren könnte oder zumindest günstiger, dann wird es auch in diesem Bereich irgendwann mal, glaube ich, eine Peer-to-Peer-Lösung geben, vielleicht auch von Ihnen. Und das sehen Sie auch, dass dieser Dezentralitätsaspekt viele andere Geschäftsbereiche auch angreift. Also wenn Sie sich denken, Airbnb, ne, also wo wir nicht zentrale Anbieter von Hotels haben, sondern jeder Anbieter sein kann, oder wenn Sie das Taxigewerbe ansehen, oder irgendwann kommt auch noch die Zuliefererkette, da gibt es auch Forschungs ganze Gruppen von, also dass das nicht Zulieferer einfach nur bestehende Firmen sind, sondern dass man so einen dezentralen Markt etabliert, um mal in der normalen Wirtschaft zu bleiben, dann ergeben sich diese dezentralen Vorteile eigentlich recht oft. Und wenn Sie sich noch überlegen, welche Dienste werden im Netz noch dezentral, zentral umgesetzt mit großem Datentraffic, wo viel Kosten entstehen, Facebook vielleicht, soziale Netzwerke oder so. Wenn man das dezentralisieren könnte, Kosten vermeiden, dann setze ich das vielleicht auch irgendwann mal durch. Es muss nur gut genug sein. Okay, das gebe ich Ihnen so quasi so irgendwie mit und bitte Sie nochmal, nehmen Sie an der Umfrage teil bezüglich der Prüfungsmodalität, die Sie sich wünschen. Dann können wir mal schauen, ob wir das realisieren können. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder.